Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry Predator Instincts mit mir, alle Woche 1990. Ja, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Ich habe mich schon kurz ein bisschen umgeguckt. Ich habe schon die Waffe gewechselt und habe die auch schon, ja, mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, ausprobiert an zwei, drei Leuten hier vorne. Ist natürlich, naja, gut, ist halt ein bisschen blöde. Ich wurde da halt gestört und da war halt schon, ne, Telefon und sowas, war halt ein bisschen kacke. Und deswegen... Ah, scheiße. Natürlich hat er den Ding aktiviert bekommen. So. Den Dingsterbumster, den Alarm. So, nichtsdestotrotz machen wir das erstmal mit dem Sniper. Alter, was? Alter, warum seid ihr hier hinter mir, Alter? What the fuck? Warte mal. Okay, eine G18, okay. Könnte auch interessant werden. Okay, ich werde irgendwo angesniped. Das Gute ist, dass wir nochmal relativ schnell zurücklaufen können mit unseren Speed hier und uns das Medikit annehmen. Weil den brauchen wir nicht ganz so lange warten. So, na gut, waren es zwar nur 25, aber hey. Dann können wir nochmal schön zurück speeden. Und dann hoffe ich mal, dass ich den Sniper gleich finde. Wir brauchen natürlich wieder ein bisschen Ausdauer. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Game jetzt noch geht. Ich habe nochmal so grob nachgeschaut. Kann 3 Stunden gehen, kann aber auch länger gehen. Was ich hier brauchen werde, könnten, tun. Komm ich da hoch? Na, schade. Ich frage mich gerade, von wo ich angesniped wurde. Ah, von da hinten, okay. So, das war der Sniper. Das heißt, der macht uns jetzt erstmal keine Probleme. Dann haben wir hier vorne nochmal einen, den schalten wir natürlich auch aus. Und dann haben wir den Typen nochmal. So, damit haben wir schon mal ein bisschen was aufgeräumt. Ich habe jetzt auch gerade echt keinen Plan mehr. Ich hoffe mal, dass die... Super, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass die Granate nicht direkt vor meinen Füßen explodiert. Na gut. So, nichtsdestotrotz können wir mit unserer Schalli M4 doch ein bisschen auf Abstand gehen und machen nicht ganz so viel Lärm. War jetzt nur schon wieder kacke, dass die Dingens vor mir explodiert ist. So, ich brauche erstmal das Snipergewehr. Ich kann nicht mehr Munition nehmen. Das ändern wir gleich. So, jetzt kann ich wieder Muni mitnehmen. Ich bin halt echt mal gespannt, wie es hier weitergeht. Und wie lange ich halt in dem Game hier noch hängen werde. Oder sitzen werde. Wie gesagt, das ist ganz geil. Und ich hoffe mal, das behält auch den Charme dann noch so bei. Alter, was? Ich verstehe halt nicht, wie die mich halt jedes Mal sehen können. Und hops. So. Weil ich weiß es nicht. Ich habe eine schallgedämpfte Waffe. Die wissen aber instant, wo ich bin, auf einer Grundlage, die ich halt nicht verstehe. Weil, gut, der Typ kippt um. Ja, ist okay. Kann man ja mit rechnen, dass denn da schon mal ein Bösewicht irgendwie in der Gegend ist, aber... Oh. So wie die das machen, verstehe ich es halt einfach nicht. Also ist es eigentlich überhaupt nicht möglich. Weil die können nicht wissen, dass ich da bin. Also da, an der Position. Ich kann nur von aus dem Wasser direkt vor denen hätte schießen können oder sonst irgendwas. Ja, aber klar. Ja, ja, ich weiß. Ich muss hier durch und den scheiß Alarm ausmachen, dass ich dann... Weil der Alarm... killt mich, ja? So. Weil durch unsere Übersinne ist es natürlich ja dann sehr speziell aktuell. Alter, wie viele Leute sind denn das bitte? Und ich habe natürlich auch nur einen Stein. Ich frage mich gerade, wo die sind. Sind die hier vorne?
kann mich theoretisch hier hinstellen. Oder auch nicht. Ja gut, das ist... ist natürlich ein bisschen doof jetzt, dass ich jetzt... Oh, Moment mal. Können wir auch so machen. Zack. Okay, die Schüsse kommen natürlich leider nicht an. Das finde ich ein bisschen schade. So, ich habe eigentlich gehofft, dass die ein bisschen mehr mit mir interagieren werden. Also, dass die ein bisschen mehr zu mir kommen und ich halt da unten weiter drinnen bleiben kann. Aber, ja, scheinbar nicht. Oh, scheiße, da muss ich noch unbedingt nochmal rein. Fuck. Kann ich auch schneller krabbeln? Nee. Schade. Nee, ich habe nämlich gerade gesehen, dass da die Dingens ist. Und ich werde da wahrscheinlich auch dann durchkommen im Endeffekt. Dann werde ich nochmal von einer anderen Posi halt angreifen, ist okay. Ich habe die Rüstung da nicht gesehen, das ist gerade mein Problem. Leute, wir sind in der Überzahl. So, weil die Rüstung ist... Wie? Was? Warum? Alter, wieder zurück? Oh, ich dachte, die Tür geht auf, Mann. Und es dauert so lange, bis er durch ist mit dem Krabbeln. Gut, vielleicht sind sie jetzt schon ein bisschen dichter gekommen, dass ich vielleicht dann nochmal ein etwas einfaches Spiel habe. Na gut, egal. Wie lange bin ich mit bei? Ich habe jetzt ein bisschen so aufgenommen oder aufnehmen lassen, wo ich halt kurz nicht da war. Boah, wie schäftig war, sagen wir mal so. So, der ist schon mal tot. Okay, ich muss doch da durch den großen Hauptraum scheinbar. So, zack. Okay, das war nur ein normaler Typ, ist okay, trotzdem. Okay, hier sind es nochmal welche. Okay, oder auch nicht. Doch. Hä? Ach, hier. So, machen wir es so. Ist natürlich jetzt sehr ungünstig gewesen. Oh, schön. Dass ich halt nur so viele Dinge verloren habe. Oh, Leute, ich hätte hier so echt durchgehen können. Nee. Nee. Da komme ich auf jeden Fall auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen wirklich einmal rundherum. Dann nutzen wir uns einfach mal unseren Speed aus. Da auch nicht? Kann ich hier denn was machen? Ventil? Nee. Heißt? Ah, hier, okay. Gut, das habe ich eben gerade nicht gesehen. Gut, soweit bin ich auch gerade nicht gelaufen. Ah, zack. Alter, ich hoffe mal, dass so ein komischer Mutant nicht nochmal kommt. Beziehungsweise, er kann von mir aus kommen, aber kilometerweit entfernt und ich kriege wieder ein MG oder sowas. Irgendwas dicket. Oh. Natürlich. Also, das Treffen ist heute schon mir echt formidable. Bei mir. Das ist schon mir on top, mein Aim. Man kennt's ja. Oh, komm, wir laden erstmal nach. Das Gute ist halt, dass wir einigermaßen Muni hierfür bekommen. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Na super, ich komme da nicht hin. Ah, Mann! Ich dachte halt, er macht irgendwie was weiß ich was da. Okay, Mann, der kann da definitiv durchschießen. Alter, ich hab gedacht, dass man da irgendwas machen kann. Also, dass er sich automatisch da irgendwie, keine Ahnung, was Ordentliches halt macht und nicht da irgendwie stacken bleibt. Alter, das ist natürlich mega kacke. Ah, mein Gott, Alter, das ist natürlich... Das ist natürlich jetzt richtig fail gewesen, Alter. Scheiße, Alter, das kotzt aber... Das kotzt mich gerade richtig an. Das ist gerade richtig ekelhaft. Okay, was soll ich hier auf dem Klo? Ah, okay, einmal durch den Lüftungsschacht, okay.
Alter, er bleibt da halt stucken. Ich dachte, er springt da halt rüber. Beziehungsweise, er hat dann halt so einen langen Arm, dass er halt dann einmal Batsch macht und die dann halt umfallen. Aber nicht, dass er da stucken bleibt. Nie hört mir jemand zu. Jetzt stecken wir hier ganz schön in der Scheiße. Dir hört niemand zu, weil du ein Spinner bist. Und Spinner erzählen, wenn er mal will. Ach, leck mich. Hey, hörst du das? Das ist dieses Ding! Feuer frei! Das verstehe ich halt nicht. Ja. Wie können die mich hören? Die können mich nie im Leben hören. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe nicht geschossen. Ich habe überhaupt kein Geräusch gemacht. Ich habe ja... Oh. Ich habe noch nicht mal... was weiß ich was gemacht. Ich habe ja noch nicht mal den Dingens aufgeschossen. Den Wind. Das heißt, die könnten mich theoretisch gar nicht wissen. Die können nicht wissen, dass ich da bin. Das finde ich halt echt ekelhaft. Okay. Okay. Wollte ich eigentlich nicht genau. Die Waffe wollte ich jetzt eigentlich nicht aufnehmen. Ich wollte eigentlich die MP mitnehmen. Obwohl, es sind jetzt schon wieder 3 Magazine, die wir haben. 4 Magazine. Aber es liegt ja so viel MP um Muni umher, ne? Nee, egal, wir bleiben bei der. Solange wir da irgendwie einigermaßen... Wartet mal. Wir machen es mal ein bisschen anders. So. Ich kill die jetzt damit. Und dann kann ich nämlich meine Dinge jetzt hier wieder nehmen. Und dann habe ich natürlich ein bisschen Muni gespart. Alter. Zack. So, der ist auch Geschichte. Keine Ahnung, wo da einer stehen soll. Ach so, ein normaler Typ. Ja, ist okay. Oh. Sorry, Alter. Verschluckt man sie immer. Alter, really? Ich hoffe mal, dass ich den Husten rausschneide. Der ist bei 16, okay. Alter, was ist das denn? Ich habe überhaupt nicht auf die Dingens geachtet, Mann. Noch erstmal einen Schluck trinken. Ich habe darauf überhaupt nicht geachtet. So. Das ist natürlich ein bisschen bitter, dass du... Aber bitte, was, Alter? Du achtest in einem Raum, wo Leute drin sind, nie im Leben damit, dass da irgendwas in der Richtung ist. So, nein, wir nehmen die Pistole. Ich hab Callahan gewarnt. Jaha. Also, ich mach gar nichts. Und gleich sagen sie, pass auf, denn Dude ist da. Zu, weil du ein Spinner bist. Und Spinner erzählen halt öfter mal Müll. Ach, leck mich galant. Hey, hörst du das? Das ist dieses Ding! Feuerfrei! Wenn sie gesagt hätten, ja, pass auf, dass die irgendwas gesehen hätten oder sowas. Oder keine Ahnung was. Dann, ja, okay, wenn sie gesagt hätten, ja, pass auf, ich sehe ihn oder whatever. Bin dabei. Das ist ja okay. Aber, Leute, stirb halt. Aber, keine Ahnung, irgendwas. Aber hören kann, funktioniert halt nicht. Funktioniert überhaupt nicht, das Hören. Das brauchen sie mir... Oh. Brauchen sie mir nicht erzählen. Weil die können mich nicht hören. So, damit spare ich nochmal ein bisschen Muni gerade. Nein. So. Und zack. Sammeln wir hier wieder ein bisschen Muni ein. Und dann einmal so. Und dann ballern wir noch mal ein bisschen mit der MP umher. Und sparen halt so wiederum ein bisschen Muni. So, okay, das war ein bisschen kacke. Weil da geben sie mir jetzt nicht so viel Muni her. Aber hier kann ich noch mal ein bisschen gut Muni zaubern. So, zack. Wie gesagt, es geht mir alles jetzt gerade um Muni sparen. Für meine Schalli.
Weil ich glaube, die wird noch relativ wichtig.